Willkommen zurück bei Grand Theft Auto 4. Es geht weiter. So, uns hat Bernie angerufen. Im letzten Part wollte er, dass wir ihm helfen. Irgendwie gibt es Probleme schon wieder. Wie immer eigentlich. Was wollte denn der jetzt von uns? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon wieder zu lange her. So. Okay, also wir fahren zu ihm. Er wird uns dann schon sagen, was los ist. Wer weiß, wer weiß. Also ich habe definitiv nichts angestellt. Wenn, dann bin ich nicht schuld. Und wenn, dann nur ein bisschen. Okay. Von was rede ich denn eigentlich gerade? Ach, keine Ahnung. Weiß ich manchmal selber nicht. Wir haben eine SMS bekommen. Nico, ruf mich an, wenn du nicht gerade ein paar Leute umnietest. Oder blablabla. Ach, das ist wieder das Gleiche. Ja. Das ist wieder von Brucey. Der schickt uns ab und zu immer die gleiche SMS. Dass wir uns wieder irgendwelche Wagen oder wir müssen ihm irgendwelche Wagen besorgen oder bla bla bla. Das sind so die kleinen Mini-Jobs, was man machen kann. Bringt ein bisschen Kohle, aber wir haben ja genug. Brauchen wir eigentlich gar nichts machen. So, halt. Wie, wo müssen wir hin? Moment. Hier durch die Gasse? Alter, wie... Wie sollen wir da rein? Achso, also Waren können wir definitiv nicht. Moment, klettern wir mal da drüber. In irgendwelchen Hinterhöfen. Das macht ja am meisten Spaß in den Spielen, ne? Okay. Ah, wir haben den Wagen bekommen. Stimmt, so war's. Thank you, Bryce Gardens. I hope the cash for this didn't come out of city funds. Ach du Scheiße. Das ist ja mal voll geil, das Teil. Okay, wir haben ein geiles Auto. Mit dem können wir zum nächsten Auftrag fahren. Und das bedeutet, wir dürfen auf die andere Insel. Fangen wir gerade mal hier an. Phil. Okay, wir fahren zu Phil. Mal schauen, was der für uns hat. Das Ding geht bestimmt dreckig ab. Oh, Fehlzündung. Geil. Okay. Also, einmal offen. Highway. So, und dann dürfen wir einmal rüberfahren. Toll, müsst jetzt vor mir einen Unfall bauen. Boah, im Regen ist es brutal, das Teil zu fahren, ey. So. Scheiße. Vorsicht. Ich will nicht gleich das Auto schrotten. Jetzt haben wir es gerade bekommen. Sind jetzt schon drüben auf dem anderen Kontinent? Jawohl, wir sind drüben. Geil. Für uns freigeschalten. Bin mal gespannt, was wir hier so erledigen dürfen. Und neue Leute werden wir wahrscheinlich auch kennenlernen. Aber leider merkt man auch dadurch, dass es langsam dem Ende zugeht. Also, letzter Kontinent, die letzten Aufträge im Prinzip. Schade eigentlich. Aber ich hoffe, dass wir hier noch so 100, 200 Aufträge kriegen. Ja. Ist zwar ein bisschen übertrieben, wird doch nicht so sein. Aber jetzt genießen wir es noch. Shit. Verpiss dich, Mann. So, also, wir fahren einmal da runter. Ich kenne mich hier halt noch gar nicht aus jetzt. Wie ich fahren muss in die Straßen und... Keine Ahnung, was für Leute hier auf uns warten. So, müssen wir hier rein, oder wie? Ich mach mal auf. Ah, wird schon aufgemacht. Okay, ist ein Industriegelände am Hafen. Okay. Ist aber nicht das Boot, wo wir angekommen sind. Nee. Ah. Okay. Oh, shit. Oh, toll, jetzt ist mein Auto gleich kaputt. Truck Hustle. That thing? Our friend did what? 37 and 8? No. What about them swingers? How's Molly? The kids? Beautiful. Okay. Yeah, I gotta go. Ciao. Hey, Ray. So, who's the pal? Phil, you remember Nico? He's a good friend of mine.
Can we talk? Sure, we could talk, as long as we don't talk too much. Interesting times, you know what I mean? Did you hear about our friend, the guy with the thing? Yeah, you mean Harry the guy with the hat? No, the guy with the, you know, the but a beep and a boop. Yeah, the guy with the and the. Yeah, that guy. Yeah, I heard. So be cool, Ray. Listen, I need to speak to you alone. Yeah, Phil, see, that's the thing. I kind of know what you're going to ask, and I can't. What do you mean you can't? I can't do it, Phil. I got a lot of interest right now, business is really taking off, and I don't want any distractions. Well, as you could see, I got my own issues here. Look, Nico is good. He'll do what you need. And you say he's a friend of yours. Sure. Good to meet you. Yeah. Come here. The Triads have this big chunk of brown they're desperate to get rid of. Talking about it all over town. Wanting to offload it at any price. They think it's cursed or something. Prove it is. Take it from them. It's loaded into a truck going to Franklin Street and West Dyke. Get a hold of it and give me a call. Sure. But Mr. Bell, it's going to cost you. You got it. No problem. Great. Say, nice stereo you got there, Phil. Thanks. Yeah, so, Philly, you ever hear from your ex-wife? What kind of question is that? Just asking. Get the hell out of here. Every time, this motherfucker. Okay, ich hoffe, dass die GEMA mir jetzt nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Wegen dem schwulen Lied. Wie gibt dich in die Seitenstraße? Okay, mein Auto steht da schon bereit. Okay. Das Auto passt richtig zu mir. Nur die falsche Farbe. Sollte schwarz sein. Dann wäre es viel geiler. Obwohl, ich stehe eher auf so Geländewagen oder sowas. So richtig groß und wenn was im Weg steht, schiebt man es einfach weg oder fährt drüber. Okay. Ich habe jetzt nicht richtig verstanden, was ich machen soll. Irgendwas mit dem Russen oder was ist was? Irgendwas halt irgendwie töten halt, wie immer. Für das bin ich ja auch hier, ne? So. Na, so schnell fährt jetzt das Auto auch wieder nicht. Könnte auch besser sein. Okay. Also falls die GEMA irgendwas gesagt hat, habe ich das Video bestimmt rausgeschnitten oder mit irgendeiner Tonspur überlegt. Ja, irgendwas halt gemacht. Eine Tonspur draufgezogen oder sowas. Dass ihr es gleich mal wisst. Okay. Moment. Ah, hier sind wir richtig. Ich glaube, man kann auch mit H-Fernlicht anmachen. So, ich werde hier parken. Hey! Wieso geht es nicht? Jetzt. Okay. Klau den Truck. In dem Fall den da hinten. Aber ich glaube, hier auf jeden Fall umschießen. So. Du bist das, es kommen noch mehr. So. Ich denke, man hätte auch das Fahrzeug hier nehmen können. Also, nicht gerade wenig hier. Ist da noch einer? Da hinten. Hab ich auch noch Granaten oder so? Werfen wir mal Granate rüber. Bitteschön, ihr Wichser. So, perfekt. So, jetzt ist eine Ruhe hier.
Heilige Scheiße nochmal. So, aufpassen, die fliegen wahrscheinlich auch gleich in die Luft hier. Neben mir. Ja, wie ich es mir gedacht habe. So. Okay. Wow, da sind noch mehr. Shit. Ach du Scheiße. Nur die große rausholen, ist besser. Da ist nur einer. Zwei. Drei. Hey, Alter. Verpiss dich, Mann. So, okay. Weiter geht's. Auf zum Truck. Bleibst du stehen, du Wichser. Du verdammte scheiß Missgeburt. Nein! Ja! Okay. Die wiederholt die Leertaste, um auf das Dach zu steigen. Da muss man jetzt so spammen. Okay. Ich glaube, ich bin oben. Beweg dich mit W. Ah! Okay, okay, come on. Ah! Benutze W, Leertaste. Wieder auf den Traktor zu steigen. S. Muss ich dann einfach nur draufbleiben oder wie ist das? Ja, man muss draufbleiben auf der Taste. Komm, 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 komm. Nein, nein, nein. Zieh dich wieder hoch. Scheiße. Komm, roll dich wieder in die Mitte. Roll dich in die Mitte, Alter, Alter, Alter. Nein! Nein! Oh. Roll dich in die Mitte. So, jetzt. Vor, oh, komm, 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 komm. Ah! Motherfucker! Genau, du Wichser! Ah! Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. So, in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. So, und jetzt weiter. Okay. Ah! Verdammt! Oh, verdammt. Okay, also im Truck müssen wir jetzt... Fahr den Truck zur alten Villa. Okay, machen wir. Lag war das geil gerade eben. Aber die Mission hat Spaß gemacht. Die war echt cool. Okay. Also ab zur alten Villa. Ich hoffe, dass sie hier irgendwo in der Nähe ist. Ein Burger Shot ist hier. Ah, guck mal, hier voll abgelegen. Boah, krass. Boah, was ist denn das für ein Weg hier? Was? Das ist eine... Boah, die ist ja mal geil. Ich würde gern wohnen. Jetzt mal ehrlich, das Teil herrichten. Wahnsinn. Hey, you Frankie? Your uncle asked me to give you this wedding present. You're a lucky guy. I don't know about that. I gotta sit on this stuff until Phil gets over his paranoia and we could ship it. Meantime, I gotta pack it into some cars that go faster than this thing. Sounds like a fun honeymoon. Later on. Ja, prima. Super. Jetzt bin ich hier. Habe ich dieses 11.000 gekriegt. Ist hier irgendwo ein Fahrzeug?
Your nephew's got his wedding present. Nicely done. He's a good kid. He deserves something special. Hopefully he'll look after it. Nico, you looking for more work? I'm always looking to earn a bit of extra cash. Great. I know a guy who needs a man like you. Only operates on an outside line, though. Go to the payphone on the corner of Vitullo and Hardtack. He'll call you. Okay, wir haben Telefonaufträge bekommen. Erinnert mich immer wieder an GTA 1 und 2. Da haben wir seine Aufträge nur so bekommen. Cool. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie schonend hier runterkommen, damit uns gleich nicht so... Ah, eine Taube. Wenn wir die abknallen... Zack. 198 fliegende Ratten noch ausschalten, natürlich. Das kann eine Weile gehen. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir wieder ein Auto bekommen. Werde ich sowieso nicht schaffen, die ganzen Tauben abknallen, wie auch. Oh je. So, jetzt sollte zu mal einer anhalten. Halt an! Du Wichser, meine Füße! Du bist doch eine blöde Sau, ey. Blöde Sau, Mann. Scheiße Bullen. Scheiße Bullen! Weg! Oh Mann! Verpisst euch! Ich glaube, hier sind es noch hartnäckiger auf der Insel hier. Oh je. Ach, verpisst euch. Na toll, wie viel kommen denn noch? Boah, hier kriegt man sie wirklich sehr schwer los. Wieder welche eine Backe. Warte mal, hier vielleicht. Da hinten? Jawohl. Einmal da rausfahren und. Ah, wir haben es geschafft. Sehr schön. Haben wir eigentlich auch ein Versteck hier? Auf der Karte schauen. Ne, hier haben wir keins. Ach, schade. Das ist ja... Oh. Hätten sie uns ruhig eigentlich einrichten können. Ich probiere mal einen Ruf. Nico, I told Jimmy T about it. He wants to meet you. Has he got work? Yeah, he's got stuff that he's doing. Head over to his house off of Beaverhead in Winnipeg. Okay, wir bekommen neue Aufträge. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns gleich im nächsten Part. Bleibt dran. Ciao.